Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Jojo und ich sehe nichts. Die Sonne scheint total krass. Wir haben es minus 5 Grad und ich bin mit meinem Ali auf dem Weg, den Eisvogel zu jagen. Bei minus 5 Grad. Was wir dafür alles mithaben und brauchen, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Erstmal vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht den Daumen nach oben und vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Krass, es ist super selten, dass wir hier mal so ein Wetter haben. Wir sind auch nur kurz außerhalb der Stadt, also man sieht auch, Infrastruktur ist hier durchaus gegeben. Und wir sind hier auf so einem Fahrradweg unterwegs und da sieht man immer mal einen Eisvogel sitzen. Und den wollen wir heute filmen und fotografieren. Oh, was ist das? Kormoran. Kormoran, okay, cool. Wir haben außerdem dabei ein Tarnzelt. Das hat Ali sich zum Geburtstag gewünscht. Und das klemmt da auf seinem Rücken drauf. Das ist ein Wurfzelt. Ich bin ja total der Feind von Wurfzelten. Aber in diesem Fall sollte es einfach nur günstig sein. Um bei so einem Winterabenteuer nicht zu schnell ins Frieren zu kommen, haben wir natürlich extrem viel an. Das ist nicht so praktisch, wenn man gerade noch auf dem Weg hin ist, weil man während des Laufens natürlich noch wärmer wird. Aber sobald wir dann uns ins Zelt setzen, sitzen wir höchstwahrscheinlich im Schatten und dann wird es auch richtig schnell richtig kalt. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall die richtige Ausrüstung. Allen voran gehen da natürlich die richtigen Socken. Ich trage hier die Falke TK1 Wool. Die sind richtig schön grob gestrickt und haben 70% Merino-Wollanteil. Das macht das Ganze schön warm an den Füßen. Die erste Schicht, die ich direkt auf der Haut trage, ist ein Unterhemd aus Polyester. Und darüber habe ich dann nochmal ein dünnes T-Shirt aus Merino-Wolle mit 70% Merino-Wolle, 30% Polyamid. Und darüber ist dann die dicke Wärmeschicht, nämlich mein Pullover aus 100% Merino-Wolle gestrickt von Bergans. Super schön und super warm. Aufgepasst, denn jetzt wird's richtig sexy mit meiner langen Unterhose von Woolpower. Das ist ein Herrenmodell mit Eingriff. Das habe ich sehr günstig im Outlet in Östersund erstanden, direkt bei Woolpower. Deshalb ist es mir ziemlich egal, ob da nun Eingriff drin ist oder nicht. Wichtig ist, dass die Hose schön warm ist und beim Gehen stört's mich überhaupt nicht. Das Material ist ein sogenanntes Wollfrottee und das heißt, dass wir eine sehr große Oberfläche haben, ähnlich wie bei einem Frottee-Handtuch, und da kann die warme Luft sehr schön drin gespeichert werden. Eine Materialzusammensetzung von 60 Wolle, 25 Polyester, bisschen Polyamid und bisschen Elastan machen das Ganze zu einer sehr wertvollen Mischung, die richtig schön wärmt. Jetzt müssen wir leider ein bisschen leiser reden, weil jetzt kommen wir ins Einsatzgebiet. Also dort, wo wir unser Zelt aufbauen wollen. Wir haben Eisvogel auch gerade gehört und gesehen. Er ist von uns weggeflogen von der Stelle, wo wir aufbauen wollen. Das ist sehr, sehr gut, weil wir ihn dann nicht verscheuchen. Und dann haben wir jetzt eigentlich ganz gute Chancen, ihn heute zu filmen oder zu fotografieren. Müssen wir mal gucken. Also, Daumen drücken. Dass ich kaum behangen bin oder so.
So sieht das Zelt dann aus, wenn es fertig aufgebaut ist. Das ist ein recht einfaches Wurfzelt ohne Boden und zu allen vier Seiten hat man Öffnungen, zu denen man herausschauen kann oder eben die Kamera raushalten kann. Es ist ganz praktisch, dass das Zelt keinen Boden hat, denn so raschelt man wesentlich weniger und man macht den Boden nicht kaputt mit zum Beispiel Stühlen, die wir hier drin untergebracht haben. Zwei Helinox-Stühle mit jeweils Sitzunterlagen, damit die Kälte von unten nicht so hereinkriecht. Und zwei Stative mit Kameras drauf sowie unsere Rucksäcke finden alle Platz im Zelt. Im Moment stehen wir noch in der Sonne und damit ist es auch hier im Zelt recht warm. Wir bringen jetzt noch von dem Marsch hierher ein bisschen Wärme mit. Und ich denke aber, dass je länger wir hier sitzen, desto schneller wir auch auskühlen werden. Mir ist tatsächlich immer noch sehr warm. Ich habe hier meine Funktionsunterwäsche, mein Wollpullover und die dicke Wolljacke, die zusätzlich auch noch mit Primaluft gefüllt ist. Dann habe ich Handschuhe, dünne, mit denen ich aber immer noch gut alles bedienen kann. Ich habe richtig krasse Schuhe an, die sind richtig warm. Und ein paar Socken. So, und jetzt hat Ali seine Kamera ausgerichtet auf einen Ast, wo der Eisvogel immer mal Platz nimmt. Und da sitzen wir jetzt und warten drauf. Jetzt bitte nicht wundern, ich versuche mich selbst zu synchronisieren, denn Flüstern in Videos ist Scheiße. Das wissen alle, die diese ganz furchtbare Swoopy-Werbung gehört haben. Und deswegen versuche ich mich jetzt selber zu synchronisieren. Wir haben festgestellt, dass wir unser Tarnnetz vergessen haben. Das heißt, dass wir nicht zusätzlich das Tarnnetz oben drüber werfen können. Denn, Mann, synchronisieren ist ja übelst schwer, ey. Ich versuche das jetzt mal anders. Also, wir hätten eigentlich gerne noch ein Tarnnetz gehabt, was wir oben über das Zelt hätten drüber werfen können. Da wir das aber nicht mit hatten, hieß das nun, dass wir die Fenster, so gut es geht, geschlossen halten müssen, damit wir keine wilde Schattenbildung im Zelt haben. Zusätzlich ist es eine ganz schöne Herausforderung in so einem Tarnzelt, weil man eigentlich in einer super geilen Umgebung sitzt und man dann aber nur durch so ein paar Schlitze rausgucken kann. Hätten wir das Tarnnetz dabei gehabt, hätten wir es oben drüber werfen können und dann hätte man wenigstens da noch durch die Zwischenräume durchschauen können. So geht's leider nun mal so. Das ist ein bisschen schade, aber immerhin habe ich noch warme Füße. Natürlich hatten wir auch Tee dabei, um uns zwischendurch immer wieder von innen aufzuwärmen. Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, wir haben bestimmt 2,5 Stunden gesessen. Wir hatten zwischendurch immer mal wieder Sichtungen vom Eisvogel und haben ihn auch gehört. Wir wussten, er ist da und ist in unserer Umgebung. Und dann, nach einer Weile, totale Eskalation, aber natürlich mucksmäuschenstill, um ihn nicht zu vertreiben. Er hat sich genau dort hingesetzt, wo wir ihn haben wollten. Und das war die allergrößte Freude. Thank you.
haben wir zu viel gewollt. Da ist er direkt wieder weggeflogen. Zu viel Bewegung vom Zelt. Es wird jetzt langsam wirklich kühl. Ich versuche schon, meine Zehen und Füße zu bewegen, damit sie ein bisschen warm bleiben. Ja, also jetzt wird es langsam wirklich unangenehm, wenn man die ganze Zeit sitzt und sich nicht bewegt. Auch der warme Tee hilft jetzt nicht mehr so wirklich viel. Und ich glaube auch, dass wir ihn mit der letzten Aktion einfach verscheucht haben. So, ich bin jetzt dafür, dass wir zusammenpacken. Meine Füße tun weh. Ja. Und ich muss auch pullern. Also war cool. Heute Zusammenfassung. Mega, mega geil. Schöner Ausblick, den wir die ganze Zeit nicht genießen konnten, weil wir das Traumzeit zu hatten. Die Farben sehen echt krass aus. Das ist echt angenehm warm jetzt gerade an den Waden. Dank dieser Beingamaschen. Und mit dem Laufen werden die Füße auch wieder ein bisschen besser durchblutet. Und dann wird es jetzt auch langsam wieder ein bisschen wärmer. Richtig schön. Und damit ist das auch ein schöner Abschluss für das heutige Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Slava mir doch nicht in meine Abmoderation rein. Das ist auch ein schöner Abschluss für das Video jetzt. Vielen lieben Dank, dass du zugesehen hast. Und wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und du kannst uns natürlich auch mal schreiben, hast du sowas auch schon mal gemacht? Warst du schon mal im Winter vielleicht zelten? Und wie warst du da ausgerüstet? Hattest du das Gefühl, es hat gereicht? Oder nicht? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein Mund ist auch so ein bisschen eingefroren.